Kalligraphie ist die Kunst des Schönschreibens. Des Schreibens von Hand, mit Feder, Pinsel, Tinte oder anderen Schreibutensilien. Die Kalligraphie spielte in allen Kulturen so lange eine besondere und große Rolle, wie Texte bis zur Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert mit der Hand geschrieben wurden und so vervielfältigt und weitergegeben werden konnten. Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die sich heute noch mit der Kalligraphie beschäftigen, gehört Hannelore Heise. Es gibt sehr viel wunderbare vorgefertigte Schreibgeräte historischer Art, die einen unheimlichen Fundus bietet. Aber es gibt auch Geräte, die man sich selber bauen kann, die man finden kann. Man kann mit einem Stück Holz, mit einem Stück Pappe wunderbar schreiben. Es gibt aber auch sehr interessante vorgegebene, die Industrie herstellt, Geräte, wo man Kalligraphien herstellen kann, also wo man frei schreiben kann. Das historische Gerät ist eigentlich immer die Wechselzugfeder, Gänsefedern, Schwanfedern, Rabenfedern könnte man zum Schreiben verwenden. Die wurden immer wie die Stahlfeder auch angeschnitten und dann zum Schreiben verwendet im Wechselzug. Wechselzug bedeutet, dass ich die senkrechte dick und die waagerechte fein schreibe in einem ganz bestimmten Verhältnis, in einem ganz bestimmten Richtung auch die Feder halte, dass sie immer unter den gleichen Bedingungen die gleichen Balkenstärken auch schreibt. Das ist das, was in historischen Schriften verlangt wird. In der Kalligraphie kann man da sehr schnell ausbrechen, man kann verschiedene Varianten machen und bis hin zu den skurrilsten Eigenbauten kann man Kalligraphien entwickeln, die dann sehr individuell sind. Praktische Anwendung findet die Kalligraphie heute bei der künstlerischen Gestaltung von Texten, Plakaten, Urkunden oder Eintragungen, zum Beispiel in ein goldenes Buch. In einem Skizzenbuch sammelt Hannelore Heise die Ideen für ihre Kalligraphien. Notizen, Zitate, Gedichte, Sprichwörter, auf die sie irgendwann zurückgreift und daraus kalligraphische Blätter gestaltet.